Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um die Raumdüfte von Pharmacia SS. Ich weiß, dass viele von euch das Thema Raumdüfte unfassbar spannend finden, weil mich tatsächlich jedes Mal, wenn es kälter wird, die Leute anschreiben und fragen, ob ich Kerzen kenne, ob ich Raumdüfte kenne und was ich sonst so allgemein mache, um meine Raumqualität, Atmosphäre zu verbessern. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, die Raumdüfte von Pharmacia SS, das sind ja diese richtig nicen Düfte, die ihr jetzt alle in den letzten Monaten schon fleißig getestet habt, ja, dass ich die jetzt anbieten kann. Und ich möchte euch heute gerne mal so die ersten 5 Sorten vorstellen. Insgesamt habe ich 6 in meinem Shop. Ich werde euch außerdem zeigen, was es für verschiedene Varianten gibt. Und deshalb, ja, schon mal ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja, anfangen möchte ich gerne mit dem Raumduft, der hier hinter mir steht. Das ist, denke ich mal, das, woran die meisten von euch denken, wenn ihr an das Thema Raumduft denkt. Denn das ist so dieser klassische Diffusor, ja. Hier haben wir einen halben Liter. Die Dinger gibt es aber, glaube ich, schon ab 250 Milliliter bis zu 2,5 Liter. Ja, das ist dann wirklich so ein Fass. Und wie ihr sehen könnt, wird dieses Gemisch aus Öl und Alkohol dann durch diese Stäbchen hier im Raum verteilt. Ich kann euch sagen, Freunde, ich habe hier einen Raum von 15 Quadratmetern und habe auch direkt mal gesagt, ich packe alle Stäbchen rein. Ja, habe ich auch im Stream ja tatsächlich ausgepackt. Und das ist schon sehr, sehr intensiv. Ja, also ich würde sagen, für so einen Raum ist auf jeden Fall klasse, weil es riecht hier die ganze Zeit nach diesem Duft. Und was mich persönlich ehrlich gesagt sehr freut, weil ich auch ein großer Fan davon bin. Würde aber sagen, wenn ihr jetzt einen deutlich größeren Raum habt, also so 100 Quadratmeter, da wird sich schon auch ein größeres Teil von lohnen. Man sieht auch, das steht jetzt ungefähr 2 Wochen hier. Das ist schon deutlich, hat schon deutlich ein bisschen was verloren, ja. Und deshalb, wenn das mit so vielen Stäben im Gebrauch ist, ist natürlich relativ schnell das Ganze dann auch leer. Ich kann aber ganz ehrlich sagen, dass das hier für mich die komfortabelste Variante ist, wenn man einfach so einen stationären Raumduft haben will. Das heißt, ihr habt zum Beispiel ein Büro, ihr habt zum Beispiel eine Toilette, ja, wo ihr wisst, dass immer so ein Raumduft steht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall so einen Diffusor holen, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann gibt es natürlich noch das klassische Raumspray in dieser Variante hier, da kann man sehen, ne, das ist dann einfach so ein Spray und das ist, denke ich, ganz gut, wenn man Räume hat, wo man einfach mal die Luft ein bisschen auffrischen will, ne? Das heißt, ihr möchtet jetzt zum Beispiel in eurem Wohnzimmer nicht die ganze Zeit den Duft haben oder in eurem Schlafzimmer, weil euch das irgendwie auf den Sack geht, wenn ihr morgens aufwacht, aber ihr möchtet abends einfach ein wohliges Gefühl haben, wenn ihr ins Bett geht, ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall so ein Spray besorgen oder diese kleinen Tester hier, das sind nämlich so die kleinsten Gebinde, was man sich holen kann. Das tut es, denke ich, auch sehr gut, um die Düfte einmal kennenzulernen, denn die sind tatsächlich sehr unterschiedlich und auch für jeden Raum einmal besonders hergestellt. Ja? Das heißt, hier dieser, den ich hier habe, der ist tatsächlich für ein Büro, auch für eine Eingangshalle und so. Und es gibt eben, wie gesagt, diese verschiedenen Düfte, die sich alle für unterschiedliche Situationen eignen. Dazu werden wir dann gleich noch kommen. Wie ist das, wenn ihr das Ganze bekommt? Naja, ich würde sagen, die Flasche an sich ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, hat auch so einen Apothekerstil. Vorne drauf eine Metallplakette und das Ganze kommt dann eben so in einer Box. Ihr könnt das so auspacken, die Stäbchen kommen separat und dann habt ihr hier eben den Duft drin, der nochmal wie so eine Whiskyflasche mit einem Stopfen versehen ist und mit so einem Plastikding, was eigentlich komplett drüber ist, dass das Ding nicht ausläuft. Mit dabei ist dann ein Beipackzettel, ja, wo dann der Name draufsteht. Übrigens, diese Kollektion hier heißt Arti Maggiori und das bedeutet halt die großen Künste. Orientiert sich so an klassischen Berufen, die es im alten Florenz gab, denn Pharmacia SS ist ja eine alte Apotheke in Florenz. Also da kann man tatsächlich hingehen und sich angucken. Ist mega geil. Also falls ihr mal da seid, geht auf jeden Fall mal hin. Und dementsprechend haben sie sich auch an alten Florentiner Berufen orientiert. Und hier haben wir zum Beispiel dann jetzt die verschiedenen Düfte. Ja. Es gibt auf der einen Seite, das ist glaube ich auch so einer der beliebtesten Düfte, den Duft Cambio. Und der ist quasi für alles. Also für eine Küche, für Eingangsbereich, für ein Wohnzimmer, Schlafzimmer und das Badezimmer. Und dieser Duft hier, ja, wir können einfach mal sprühen. Ist glaube ich, das ist ein Duft, der arbeitet mit Zitrone, mit Mandarine, mit Orange, mit Basilikum, Thymian, Limettenblüte, Patchouli und Moschus. Ich finde, das ist eher so ein richtig würziger, grünlicher Duft. Wenn man Patchouli in der Basis liest, denkt man sich vielleicht, okay, ist das jetzt so ein super starker Patchouli-Duft, wie der Oriental Casbah, der ja wirklich ein extrem starker Patchouli ist. Keine Sorge, das hier ist wirklich eher ein grünlicher, aromatischer Duft mit leichten Zitrusnoten am Anfang. Also hat so ein bisschen was von so einem Barbershop-Duft, finde ich, aber auch nicht wirklich, weil diese grünen aromatischen Noten viel stärker sind und es ist einfach so ein richtig schöner, perfekter Allrounder, wo man nicht wirklich weiß, ist das jetzt ein Parfum oder haben die hier einfach nur sehr gut geputzt? Ja, also das wäre so dieser typische Duft, den kann man einfach in jeden Raum reinstellen und das wäre so der Alleskönner, sage ich jetzt mal. Genauso beliebt ist der Mercatanti, ja, das bedeutet Händler, also Cambio war der Tauschhandel oder die Börse oder sowas und Mercatanti ist eben für
Study, also für das Büro, für ein Wohnzimmer oder für einen Eingangsbereich und arbeitet mit Noten von Wacholderbeeren, von Nelken, Geranie, Rose, Weihrauch, Amberhölzer, Oud, Patchouli und Moschus. Also ist ein bisschen kräftiger, das sieht man auch an dem Juice, der da drin ist. Und hat vor allen Dingen, finde ich, wirklich so eine richtig schöne, dunkelharzige Patchouli-Oud-Basis. Also man riecht das wirklich raus. Übrigens, Farmacia kommt vielleicht dieses Jahr auch noch mit einem Oud-Duft um die Ecke. Nur mal vormerken vielleicht. Und wird wunderschön abgerundet durch Rose, Weihrauch. Ist aber jetzt kein typischer Rose-Oud-Duft, sondern dadurch, dass er noch diese starken Wacholderbeerennoten mit drin hat, ist es eher so ein fruchtiger Duft mit einer dunklen Basis. Ausgesprochen ausgeglichen. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön ausgeglichen. Und das wäre auch etwas, das würde alternativ zu dem Duft, den ich habe, auch sehr gut hier ins Büro reinpassen. Bin ich echt überzeugt. Ist ein bisschen subtiler. Wenn ihr was Stärkeres wollt, bleibt auf jeden Fall noch bis am Ende dran. Denn da geht es dann um meinen Lieblingsduft. Beziehungsweise, wir können auch direkt damit weitermachen, weil es steht schon auf der nächsten Seite. Und das ist dann der Giudici Enotai. Also hat was mit Richtern und, ich glaube, Notaren zu tun. Und das ist jetzt wirklich mal ein richtiger Hardcore-Patchouli. Ja, also ich kann euch sagen, Freunde, wenn ihr hier in das Büro reinkommt, dann riecht es wirklich nach Patchouli, wenn man reinkommt. Und es ist eigentlich voll geil als Raumduft. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst hatte, dass es zu intensiv, zu dunkel sein könnte. Aber wisst ihr was, Freunde, als Raumduft mega nice, weil du einfach so eine richtig schön dunkle, erdige, ja, leicht grünlich rauchige Note hast, die hier im Raum steht und das wirkt einfach. Also ich meine, ich habe hier überall diese Schaumstoffdinger, ja, aber es wirkt so, als wäre das ein dunkel getäfeltes Büro. Wirklich. Also sehr, sehr krass. Es ist eigentlich ein Plastikraum, aber es macht dadurch den Raum einfach wärmer, natürlicher und hat einfach so ein richtig elegantes Teil. Wird auch ehrlich gesagt nur für das Büro und für ein Wohnzimmer empfohlen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es fürs Wohnzimmer nehmen würde. Das muss schon echt ein High-Class-Wohnzimmer sein, wo ich diesen Duft hinstelle. Aber es ist fürs Büro auf jeden Fall super geil. Ich liebe den Duft. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Deshalb kommt er auch jetzt direkt wieder zurück an seinen alten Platz. So Leute, dann kommen wir jetzt noch zu dem Seta, bevor wir zu dem vorletzten Duft kommen, den ich hier in diesem Video vorstelle. Der Seta ist ein Duft mit Himbeere, mit Lilie, mit einem Zitrusfruchtcocktail, mit Rosenblättern, mit Magnolie, Feige, mit Feigenblättern und kostbaren Hölzern. Und für mich ist es wirklich so dieser, so dieser Philosikos-ähnliche, ja. Aber ich finde, Feige kommt immer wunderschöne Düften raus, gibt Düften echt einen sehr, sehr eigenen Charakter. Und ich würde sagen, wenn man darauf steht, also wenn ihr Philosikos mögt oder andere feigenähnliche Düfte, dann auf jeden Fall ist das hier echt der perfekte Raumduft für euch. Der wird empfohlen für einen Eingangsbereich, für Wohnzimmer und für das Bad. Ich sehe ihn im Bad ehrlich gesagt am ehesten, ja, weil ich mit diesen Feigennoten einfach so richtig frische Düfte verbinde. Ja, also Philosikos ist ja auch ein richtig frischer Duft und deshalb würde ich sagen, Seta auf jeden Fall ins Bad reinstellen. Im Wohnzimmer vielleicht hat es so ein bisschen so einen Neubaucharakter. Also wenn ihr wirklich ein Neubauhaus habt, dann würde ich das auch im Wohnzimmer fühlen, aber am ehesten wirklich im Bad, weil das ist echt eine absolute Granate für das Badezimmer. Gut, und der letzte, den ich hier vorstelle, ist ein bisschen fruchtiger. Wir haben hier den Vajai e Pelicai. Und da geht es eben um Leute, die so mit Tierhäuten zu tun haben. Der Duft riecht völlig anders, weil es ist eigentlich voll der geile, richtig sanfte und weibliche Duft, würde ich sagen. Also ist mit Mandarine, Zitrone, Kardamom, Rose, Jasmin, Orangenblüte, Sandelholz, Eichenmoos, Zeder und weißer Moschus. Und ist für Eingangsbereich, Schlafzimmer und Badezimmer. Ich würde sagen, das ist wirklich so der floralste und blumigste Duft. Deshalb, ich verstehe die Assoziation zu so Häutergeschichten nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich finde, es ist ein wunderschöner floraler Duft. Und das wäre auch sowas, wenn man jetzt wirklich einen Duft fürs Bad sucht oder für das Wohnzimmer oder einfach etwas, was die Menschen in deinem Haus willkommen heißt. Das wäre wirklich der perfekte Duft dafür, weil der ist super unaufdringlich, smooth, geht dir nicht auf den Keks, ist auch nicht aneckend, sondern wirklich sehr, sehr, sehr allgemeintauglich. Und das ist ehrlich gesagt der nächste, den ich mir hier ins Büro reinstellen werde, weil davon habe ich nämlich auch 500 ml. Den werde ich mir direkt hier hinstellen, sobald der Giudici Enotai leer ist, also der Patchouli-Brecher. Und dann bin ich mal gespannt, ob dieses Büro hier dadurch deutlich heller wirkt. Ich gehe nämlich fest davon aus. Und deshalb, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, als Fazit, Freunde, eine breite Vielfalt an Raumdüften. Ich hoffe, dass vielleicht etwas für euch dabei war. Ihr wisst, wo ihr es bekommen könnt, und zwar in meinem Shop. Ich verlinke euch das natürlich gerne dann in der Beschreibung unten. Und ich würde sagen, es gibt hier wirklich alles mit dabei, ja, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen für jeden Anwendungsfall. Und deshalb, wenn ihr das Ganze einmal probieren wollt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mal auf den Link in der Beschreibung zu klicken und
euch das Ganze anzugucken. So, und jetzt bin ich natürlich am Ende noch gespannt, Freunde. Wollt ihr in Zukunft mehr zum Thema Raumdüfte sehen? Wollt ihr, dass ich auch mal andere Marken teste, die es vielleicht nicht in meinem Shop gibt? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, denn ich finde das Thema persönlich sehr, sehr geil. Ich finde, das gehört irgendwie auch so dazu. Ja, zu Hause habe ich ja auch dieses Spray, womit ich mein Bett immer einsprühe von Guerlain für 150 Euro. Huch. Was aber super geil ist, weil du einfach mit einem wohligen Gefühl ins Bett gehst und deshalb, ja, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.